Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem wöchentlichen Impuls, mein Sonntag. Ja, heute nehme ich Sie mal mit hier in unsere Küche und Sie sehen, es wird schon langsam wieder dunkel. Das ist so im November, da wird es früh dunkel. Das ist ja für manche nicht so schön an diesem Monat. Für manche ist es aber auch schön, es gehört ein bisschen zur Gemütlichkeit ja, des nun hereinbrechenden Herbstes dazu. Und für mich gehört auch dazu, ich bin eigentlich passionierter Kaffeetrinker, aber für mich gehört das Teetrinken im Herbst dazu. Und ich liebe es mir, im Herbst eine Tasse Tee zuzubereiten. Und das werde ich jetzt tun. Eine schöne, warme Tasse Tee. Ach, die gute Tasse Tee an einem herbstlichen Nachmittag, wo es früh dunkel wird, sie ist etwas Gutes. Unsere Referentin von letzten Freitag, Frau Nora Imlau, sie spricht davon, dass für sie das Zubereiten des Tees und das Trinken immer eine gute Unterbrechung ist. Das kann ich gut nachvollziehen, auch für mich ist es irgendwie eine Unterbrechung, ja, etwas, was in meinem Alltag etwas Besonderes hineinbringt. Das ist das eine. Das andere ist aber eben auch, ja, das Gefühl von Wärme, das mir, nicht nur das Gefühl, sondern die tatsächliche Wärme, die mir der Tee bringt. Denn warm ist der Tee wirklich, dieser zumindest, und gerade wenn es kalt wird, brauchen wir Wärme. Als Christen brauchen wir beides. Unterbrechung in unserem Alltag, Gebet, die Beziehung zu Gott, ein Durchatmen, ein Durchschnaufen, kann auch im Gottesdienst passieren, vielleicht aber auch ein Spaziergang. Wir brauchen auch Wärme in einer manchmal immer kälter werdenden Welt. Gott ist das Licht, er vermittelt uns seine Gegenwart, eine Unterbrechung und er vermittelt uns Licht und Wärme. In dieser Hinsicht ist das Trinken eines Tees, des Tees, gerade im Winter für mich auch immer ein Stückchen Erinnerung daran, was Gott uns schenken möchte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch eine gesegnete Woche. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.